Ich habe dafür gearbeitet, aus dem Dreck herauszukommen, mir eine Existenz aufzubauen, nach oben zu kommen. Nie wieder arm zu sein, nie wieder hungrig zu sein. Das war mein Ziel. Hans-Günther Winkler war eine beeindruckende Persönlichkeit. Kantig, direkt, kompromisslos. Sein Anwesen in Warendorf spiegelt den Geist eines Self-Made-Man wider. Landhaus mit Ställen, Reitanlage, Wiesen, Wald und Swimmingpool. Mit 10 Jahren habe ich mir einen Lebenswunsch vorgenommen, den habe ich durchgezogen. Ich hatte den Wunsch, ein guter Reiter zu werden, in die Mannschaft zu kommen. Am 24. Juli 1926, heute vor 95 Jahren, wird Hans-Günther Winkler in Wuppertal-Barmen geboren. Von seinem Vater, einem Reitlehrer, erbt er sein Händchen für Pferde. Mein Vater war zu allem Unglück zweitletzten Monat des Krieges noch gefallen und meine Mutter war ausgebombt. Das war mein Start. Winkler trainiert zunächst Rennpferde in seinem Wohnort Frankfurt. Dann arbeitet er auf Burg Kronberg im Taunus, die von den Amerikanern beschlagnahmt ist. Dort hält General Eisenhower seine Pferde. Winkler arbeitet sich zum Leiter dieses Stalles hoch. Ich habe mir also einen guten Anzug machen lassen, um überhaupt jemand zu sein, weil ich war ja niemand. Und wenn man Anzug hat, guten Haarschnitt und sich gut benimmt, ist schon ein Tritt, weiter eben respektiert zu werden. 1949 bekommt der 23-Jährige einen Anruf, der sein Leben verändert. Er soll eine Stute auf einem Turnier reiten. Mit dem Zug fährt er zu ihr und lernt das Pferd seines Lebens kennen, Haller. Die beiden sind damals in einer ähnlichen Situation. Ich war ein Mann, der von ganz von unten kam, mit Null anfing. Und sie war auch vollkommen Null. Sie war nicht schön, sie war nicht zum Reitsport geboren. Sie hatte nur irgendwie ein unheimliches Springvermögen in der Hinterhand. Die schlachsige braune Stute gilt als unreitbar, als schwierig. Winkler findet Zugang zu ihr. Das ist Harmonie. Im Falle Haller oder mit Stuten ist das eine persönliche Beziehung. Bei Haller, also bei einer Frau, ist immer 50-50. Sie müssen nur den richtigen Ton finden. Die Geschichte des Reitsports ist von Paaren gesprochen. Winklers Siegesritt im zweiten Umlauf. Die Verständigung der beiden ist so gut, dass der legendäre Ritt von Stockholm 1956 möglich ist. Ich bin sicher, Haller wusste, was los war. Winkler steigt trotz einer gerissenen Sehne in der Leiste in ihren Sattel. Haller trägt den vor Schmerzen schreienden Winkler über die Hindernisse und die beiden gewinnen olympisches Gold. Dieses Pferd, wie kann man solche Treue lohnen? Winkler ist auch mit anderen Pferden sehr erfolgreich, gewinnt Goldmedaillen, Weltmeisterschaften. Neben seiner sportlichen Karriere etabliert er große Sponsoren im Reitsport. Verheiratet ist er 4-mal. Mit seinen Ex-Frauen habe er immer ein gutes Verhältnis gehabt, sagt er einmal. Zuletzt ist die 33 Jahre jüngere amerikanische Springreiterin Debbie Malloy an seiner Seite. Was ich von ihr gelernt habe, man sollte immer seinen besten Freund heiraten. Weil am Ende der Strecke ist Partnerschaft und Freundschaft etwas ganz Entscheidendes. Seine Frau Debbie kommt 2011 nach einem Reitunfall ums Leben. Hans-Günther Winkler folgt ihr 2018 mit 91 Jahren. Alles, was ich im Leben gemacht habe, habe ich bewusst gemacht und würde es nochmal machen.